Und hiermit willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor mit mir Gaming Tayo und danke, dass ihr mal wieder mit eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier den Bürgern von Kobo geholfen. Wir haben ein paar Sachen für sie gefunden. Wir haben hier ein paar Kopfgeldjäger besiegt von der Haxon-Brut. Und deshalb würde ich sagen, können wir uns erstmal zum Paloon Saloon teleportieren. Ja, so. Mein Plan für diese heutige Folge ist, dass wir zum zerstörten Mond wieder aufbrechen, weil sich dort auch ein Kopfgeldjäger angeblich verbergen soll und weil dort ein... Was wollte ich sagen? Ein... Ja, noch weitere Schätze zu finden sind, die wir davor noch nicht freischalten konnten. Aber jetzt schon. Ein Barkeeper hat immer zu tun. Was jetzt das Gerücht hier? Ah, sieh nach Winnie und Zick im Paloon Saloon. Das waren die beiden im Sumpf, wo wir gerade waren. Für die haben wir ein Datenpad gefunden, das von einem Vogel gestohlen wurde. Hier sind sie. Schön, dich zu sehen. Freut mich, dass ihr zurück seid. Wie gefällt euch das, Pylons? Es ist auf eine ansprechende Art abgelegen und völlig einzigartig. Wäre diese Kantine auf Coruscant, könnten die Preise viermal so hoch sein. Und es stünden trotzdem Leute vor der Türschlange. Glück mit dem Datapad? Hab Doma gefragt. Sie arbeitet daran. Nochmal danke für deine Hilfe, Cal. Nicht der Rede wert. Und diese Mission haben wir auch abgeschlossen. Aber hier von oben sieht es schon sehr trippy hier aus. Okay. Alles klar. Wir haben hier auch schon ein paar Fische endlich hier rumschwimmen. Mit ein paar Kameras. Wow. Wow. Sehr schön. Sehr schön. Können noch mal sie fragen. Sie wollten wissen, was in meiner Zeit anders war. Zum einen glaube ich, dass wir mehr füreinander getan haben. Ja, das Imperium hat alle so verschreckt, dass sie sich nur noch um sich selbst kümmern. Wie war es damals? Ich habe einmal einen Botengang für Meisterin Kree gemacht. Eine enorm zeitkritische Sache. Ich habe mich so beeilt, dass mein Motivator kaputt ging. Ich war bei vollem Bewusstsein, konnte mich aber nicht bewegen. Überaus peinlich. Wie konntest du dich wieder bewegen? Zufällig erkannte ein freundlicher Passant meine missliche Lage und installierte einen Ersatz. Das ist großzügig. Hier draußen würden sie dich wahrscheinlich ausschlachten. Wie hast du das zurückgezahlt? Gar nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber Wochen später konnte ich jemand anderem helfen. Diese Kette der Freundlichkeit hielt die Republik am Laufen. Für eine Weile. Ja. Hier können wir eigentlich nochmal Marin fragen, wenn wir jetzt schon die ganze Crew fragen. Es ist wie eine Oase. Eine dreckige Oase. Wenn du das Grease erzählst, wirst du es bereuen, Droide. Alles klar, so. Jetzt haben wir einmal mit der halben Crew geredet. Ich glaube, mit der anderen Hälfte, den beiden. Hier haben wir auch schon genug geredet. Wir können... wahrscheinlich hier aufbrechen. Zum Mond. Wo gehe ich gerade hin? Ja, das ist wahrscheinlich der schnellste Weg, den ich hier gerade laufe. Weil hier kommen wir direkt durch den Hintereingang raus. So. Wo ist das Schiff? Hier oben ist das Schiff. Alles klar. Oh. Dann würde ich sagen, sind die Leute da? Ja, es sind sie. Wohin
Ich würde sagen, zum zerstörten Mond. Zerstörter Mond wird gemacht. Wir könnten uns ja eigentlich auch mal ganz schnell anschauen, was wir so für neues Zeug hier haben. Wenn das möglich wäre. Nee. Na doch, ging. Werkbank benutzen. Normalerweise mache ich sowas ja immer off-cam, aber jetzt haben wir das schon so lange nicht mehr gemacht. Wow. Das sieht nice aus, aber irgendwie hat Kells originales Lichtschwert sowas, das kann man nicht so einfach nachmachen. Wisst ihr, was ich meine? Was ist das hier für eine Kombi? Ah. Ja, sehr interessant, diese Kombi. Das sieht auch eigentlich ganz nice aus. Was gibt es hier? Ich glaube, ich finde das auch nochmal ganz nice. Und beim Blaster können wir auch nochmal ein bisschen was machen. Wow. Showdown. Swoop. Alter. Vollstrecker. Das sieht fresh aus. Das hier. Dieses Großkaliber und. Ja, bei Griffen, da fühle ich eigentlich nichts anderes. So. Bei BD1 habe ich gerade gesehen, dass er bei seinem Körper. Dass er hier einen ganz seltsamen Körper hat, der noch ganz unstylisch ist. Das hier. Aber das hier sieht auch sehr interessant aus. Zusammenbau. Geonosiana Swooper. BD1, BD1 Astro. Zerbeult. Swooper finde ich da ganz nice und dann das ist Standard BD1, oder? Ja. Was sind das hier eigentlich für ein Ten? Ah. Eigentlich mag ich die Antennen, ist das Ding. Das sind die Standardantennen. Ich würde ihm eigentlich gerne so hier die fetten Antennen geben. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir auch genug umgestylt. Wir könnten eigentlich sogar mal die Lichtschwertfarbe ändern. Das, ja, Lichtschwert. Klinge. Indigo. Boah. So, passt gut zu all den Farben, all dem da. Vielleicht habt ihr auch erkannt, ich habe bei dem Lichtschwert, bei dem Blaster und bei BD1 überall diese so Klonlackierung, sage ich mal, gemacht. Der zerstörte Mond.
Alles klar, wo wartet unser Feind? Warte, was? Finde Mash. Und Mash ist hier unten. Also finden wir ihn mal. Jetzt müssen wir... Oh, 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 oh. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. So, auf geht's. So, hier müsste er sich irgendwo verstecken. Und wenn ich mal schätzen darf, dann wird das wahrscheinlich hier irgendwo sein, weil hier ist ja sozusagen die Safe Zone. Das war Mash. Ich dachte schon gerade, was ist das denn? Alter, Jungs, Jungs, Jungs. Alter. Hilfst du mir mal bitte? So, als erstes würde ich erstmal... Wo? Versuch ruhig wegzulaufen. Sie ist verwundet. Es war wie Schießen. Ah, er hat mich erwischt. Erledigt. Ach so, das ist Mash. Ja, das ergibt auch mehr Sinn. Mash, das ist dein Ende. Ich habe schon mal gegen einen von deiner Spezies gekämpft. Das seht ihr in der letzten Folge oder in der vorletzten. Ich weiß gar nicht mehr. Boah, habt ihr gerade diese Kombi gesehen? Alter. Ach, komm schon. Ja, ich komme. Wow. Hilf mir. Aus deines Lebens, was? Ja, und du brauchst übertrieben viel Leben. Alter. Oh. Mash, nein. Gut gemacht. So, das haben wir jetzt auch geregelt. Was können wir hier noch für Schätze finden? Wir könnten von hier bis hier, ja, wir könnten hier, weil wir ganz viele verschiedene Abkürzungen freigeschaltet haben. Lass uns hier eine Pause machen. Ich würde erstmal, ja, was Kel vorgeschlagen hat, eine Pause machen. Bosse, ah! Deshalb war ich so verwirrt. Die Droiden, es gibt es hier ja wieder. Grüße. Bist du okay? Soweit wie man es erwarten kann. Denn viele Zyklen lang hat sich niemand die Mühe gemacht, mit mir zu sprechen. Faszinierende Daten. Ich kann Ihnen helfen. Unten in dieser Anlage befindet sich etwas Wertvolles. Danke. Mal sehen, was wir finden. Ah, sehr interessant. Okay, hier unten befindet sich was. Als erstes würde ich aber hier oben durchgehen, versuchen, hier den Schatz dort in der Ecke mitzunehmen. Den konnten wir früher nicht
uns nicht holen. So. Wartet. Ich bin gerade am Überlegen, wie macht man es nochmal? Okay, so. Alter! Ich werde dich zur Strecke bringen. Ja, okay, komm, die hole ich mir auch noch. Ja, bist du. Alter! Ich will nicht mehr patrouillieren. Naja. Bisschen Hilfe, Kumpel. Ach so, hier ist. Ich dachte schon, ich werde hier wieder angegriffen. Danke, haben. Kumpel. Ah! Hä? Das war gar nicht hier. Bro. Das war ganz unnötig. Der Schatz ist hier hinten. Und er war nicht mal hier krass schwer zu holen. Er war einfach nur. Schatz finde perfekt. Einfach ein Musik. Song in einer Truhe, das habe ich auch noch nicht. Das habe ich auch noch nie gesehen in meinen Lebzeiten. Hier, hier hinten gibt es noch ein paar Schätze, aber hier überall gibt es nichts mehr. Deshalb würde ich sagen, wie kommen wir hier am easiesten hin? Indem wir. Alter. Da müssten wir ein bisschen hier umsteigen. Ja, komm, es geht schon. Wir müssen aber erstmal zurück auf jeden Fall. So. Okay. Eigentlich sind die Blitze nicht so schlimm, weil... Ich wollte gerade sagen, weil sie einem nur Schaden machen. So, das war ein bisschen flawlessiger. Ah, ja, okay, das jetzt nicht. Ah, ja, okay, ja, Hoffentlich mussten wir jetzt hier hochgehen. Ja, mussten wir. Oh. Hier geht's nicht gut, Kumpel. Ja, aber wir haben auch 12 Stims, Leute. Ich glaube, Cal wird's für den Rest seines Lebens gut gehen. Alles klar, dort geht's tiefer in die Fabrik rein, oder? Und hier sind sogar noch Blitze am... Waren wir hier schon? Ja, oder? Weil an alles davor erinnere ich mich noch, aber an das hier... Ich glaube sogar an das hier erinnere ich mich noch. Was machen wir hier eigentlich? Ja, guck mal, jetzt sind wir hier viel zu viel gegangen. Und man kann nicht mehr zurück, oder? Oder kann man noch zurück? Ja, doch, kann man, komm. Ah, ja okay, es ist ein bisschen schwer, aber es geht. Ja, es geht wirklich, es geht wirklich.
Alter! Alles richtig schwer einzuschätzen. Ja, so. Legst du mich zusammen? Also von der Karte wissen wir schon mal, dass... Ja, okay, hier kann man zurück. Dass dort drüben ein Schatz ist. Hier oben, oder? Okay, alles klar. Was macht man jetzt hier? Da ist er. Ich sehe ihn. Was machst du hier draußen? Sie haben mir befohlen, Sie zu verletzen. Wer? Eindringlinge. Keine Sorge. Ich bin nicht für den Kampf programmiert. Das weiß ich zu schätzen. Alles klar. Oh, ist es das, was ich denke, dass es ist? Vielleicht will uns der Druide aber jetzt in eine Falle locken. Er sagt, er wäre nicht zum Kämpfen programmiert. Aber vielleicht nicht zum Töten. Also, was? Ach. Freunde! Hoffentlich brauchen wir ihn nicht. Max Stims erhöht. Wow. Das fühlt sich jetzt krass an. So, was machen wir jetzt nächstes? Als nächstes müssen wir hier noch ein bisschen den Leuten einen Besuch abstatten. Ich frage es nur, wie machen wir es am schnellsten? Wisst ihr was, Leute? Ich weiß, in dieser Folge ist nicht ganz so viel passiert, aber ich glaube, diese machen wir einfach heute etwas kürzer. Falls ihr wissen wollt, was es noch so in auf diesem zerstörten Mond gibt, was vielleicht auf Coruscant gibt, weil wir dort als nächstes hinfliegen werden, dann schaltet doch auch beim nächsten Mal ein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Vielleicht sogar ein Like und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. As long as we fight.